Ja, einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Bernd Seifert vom Boulevard Theater Dresden. Und die Schlagzeile verrät es schon, DVB droht der Kollaps, zu viele Fahrgäste. Ja, meine Lieben, wir haben hier in Dresden ein wirklich ernsthaftes Problem. Ja, unsere Dresdner Verkehrsbetriebe haben bis heute fast 130 Millionen Fahrgäste. Es wird geschätzt, dass es in den nächsten Jahren sogar 200 Millionen werden. Und das liegt daran, dass die Dresdner Verkehrsbetriebe die beliebtesten Verkehrsbetriebe überhaupt sind. Ja, nirgendwo in Deutschland fährt man so gern Bus und Bahn. Und das bringt dieses Problem mit sich. Es kommen einfach zu viele Leute. Und die Dresdner Verkehrsbetriebe kommen gar nicht nach. So viele Busse und Bahnen kann man sich gar nicht leisten und schon gar nicht ranschaffen. Ja? So. Und da haben wir als Dresdner Unternehmen, hat sich das Boulevardtheater Dresden gedacht, da muss eingegriffen werden. Da möchten wir gerne helfen. Und aus diesem Grund schenken wir den Dresdner Verkehrsbetrieben eine ganze Straßenbahn. Und die sieht so aus. Das ist die Dresdner Boulevardtheater Straßenbahn für die Verkehrsbetriebe. Und wir waren natürlich schlau, uns ist natürlich schon klar, bei 200 Millionen Fahrgästen ist so eine Straßenbahn eher ein Tropfen auf den heißen Stein. Deswegen haben wir uns gedacht, kleben wir so schöne Bilder draußen dran, dass die Leute gar nicht mehr einsteigen. Die bleiben einfach davor stehen und wir haben wieder Platz gewonnen. Nein, das ist ganz toll. Ja, ne, weil es hat mir ja keiner geholfen. Ihr habt ja alle keine Zeit gehabt. Naja, aber so wird das tagtäglich im Straßenverkehr. Ja, und das ist quasi jetzt Ihre Jungfernfahrt, die Straßenbahn des Boulevardtheater Dresden, ab heute auf Dresdens Schienen unterwegs. Wir sagen toi toi toi, allzeit gute Fahrt und immer eine Handbreit Stahl unterm Kiel oder so. Ich kann wirklich nicht mehr. Ich bin durch. Ich habe vor allem dort hochzukommen, wo die Zwerge sitzen, da habe ich mir einen Stuhl geholt.